Ja, und jetzt? Was soll ich denn damit machen? Soll ich es kaputt machen? Soll ich es anhalten? Und jetzt? Da oben auch noch? So, was haben wir denn davon? Nichts. Oder sollen wir es etwa doch kaputt machen? Ah, ich sehe es schon, glaube ich. Ja, alles klar. So, da oben auch nochmal. Schießen wir einfach mal. Nee, wir müssen schon hoch, glaube ich. Gut. Dann müssen wir die Gravifelder hier halt auch noch kaputt machen. Ist in Ordnung. So, platsch. Und das sollte es doch dann für unseren kleinen Asteroiden sein, oder? Oder müssen wir noch irgendwas kaputt machen? Schauen wir mal. Oh, nee. Jetzt sollen wir zum Asteroiden hin. Ach so, jetzt. Ach, alles klar. Alles klar. Jetzt verstehe ich das Ganze mal. Wir konnten vorhin die Konsole nicht bedienen, weil die Gravitationsfelder noch aktiv waren. Und die mussten wir erst kaputt machen, bevor wir jetzt an die Konsole kommen. Oder auch nicht. Sagt mal an, was soll ich denn tun? Kann mir nicht mal irgendjemand einen Spruch machen? Ja, ich war doch schon da hinten. Warum soll ich denn da nochmal hin? Ach Mensch. Na komm. Hüpf. Wenn es sein muss. Ja, ja. So, und jetzt? Wo soll ich hin? Leck mich am Arsch. Ernsthaft. Welcher Horst hat hier draußen so ein Gravitationsding hingesetzt? Wollt ihr mich denn verarschen? So, puff. Und jetzt? Wieder rein. Ja, klar. So, zack. Auf den kleinen Asteroiden drauf. Oder ist da drüben auch noch... Natürlich ist da drüben auch noch eins. Oh, fuck. Ich schieße einfach mal aus der Ferne und hoffe drauf, dass ich was treffe. Was ich natürlich nicht tue, ist klar. So, jetzt müssen wir uns aber beeilen, glaube ich. Achtung, Ladung 8772 ist nicht mehr gesichert. Ungeschulte Mitarbeiter werden gebeten, sofort den Sektor zu verlassen. So, jetzt sollten wir uns aber mal beeilen hier. So, ich muss bloß gucken. Schnell weg! So. Gut, wir haben es geschafft, dem Ding zu entgehen. Das ist schon mal schön. Kann ich denn jetzt endlich hier diese Konsole benutzen? Ja, das ist sehr hilfreich. Ich sehe schon, ihr helft mir mal wieder unglaublich weiter. Nee, ich kann dieses Ding nicht benutzen. Leute, was soll ich tun? Jetzt zeigt es mir was an. Das ist aber schön. Nichts mehr, okay. Dann gehen wir jetzt einfach. Das stört mich ehrlich gesagt ein bisschen an dem Spiel. Dass man zwar diese blöde Wegfindung hier hat. Ich meine, die ist ganz nett, die Wegfindung für Leute, die halt nicht hinhören wollen oder mal nicht aufgepasst haben oder so. Was ich nebenbei bemerkt auch ein bisschen blöd finde, dass man nirgendwo mal so einen Questlog hat oder sowas. Oder eine Zusammenfassung wenigstens. Aber wenn man dann an irgendeiner Stelle steht und dann, wie jetzt gerade eben, was bedienen soll, dann hat man bloß diesen blöden Faden, der irgendwo hin zeigt und ansonsten keine Ahnung, was man genau machen soll. Oh. Yay. Na gut, dann gehen wir einfach mal weiter. Ja, natürlich müssen wir durchs Feuer, was sonst? Ach du Heilige. Wisst ihr was, ich nehme gleich mal das Ding mit. Ich vermute nämlich ganz stark, dass wir gleich auf der anderen Seite den Fahrstuhl benutzen müssen. So. Ja, ich glaube, hier muss ich nicht hin, oder? Nee, war klar, war klar. So, dann schauen wir mal, wo wir hier denn eigentlich lang können. Lauf, 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 lauf! Isaac, du bist ein Trottel! Oh, du blöder Idiot. Wieso kannst du nicht an diesem dummen Energieding vorbeigehen? Ich hasse dich. Das Spiel wird mir gerade nicht sympathischer, muss ich sagen. Das Abendessen wird in 7 Minuten
unten im Speisesaal serviert. Yay, wie schön! Wie treffend, ich habe Hunger. So, gib mal her. Dann schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Setz ein das Ding, okay. Nochmal schnell hier was geschluckt, damit es ein bisschen besser geht. Und dann muss ich erstmal schauen, was wir hier eigentlich so im Inventar noch haben. Okay, wir haben noch 4 Medipacks, das ist gut. Und ich sehe, wir müssen erstmal den breiten Strahl benutzen, weil wir davon einfach noch die meiste Muni haben. So, Mann, jetzt wollte ich schon wieder schnell speichern machen. Ist es denn zu fassen? Ab nach oben. Wenn wir nach oben müssen. Natürlich müssen wir nach oben. Und los geht's. So, ich denke, da haben wir das Abbaudeck jetzt auch so langsam hinter uns. Mal schauen, was jetzt kommt. So langsam dürfte denen ja eigentlich nichts mehr einfallen, was wir noch hier stabilisieren müssten am Schiff oder... Wieso ist hier zu? Isaac, da ist geschlossen. Isaac, da ist geschlossen. Ich kann nicht durch eine geschlossene Tür gehen. Ach so, ah, alles klar. Was ein Quark. Okay, wir kommen doch durch. Der zuckt noch. Du hast noch gezuckt, ich hab's genau gesehen. Arschloch. So, sonst nichts mehr hier? Huch. Das sieht so büromäßig aus, okay. Das ist dann sicher, sind dann sicherlich die Büros der Abbauchefs. Gut, schauen wir mal, was wir hier so schönes haben. Erstmal den Energieknoten, das ist sehr wichtig. Den stecken wir uns auch gerne ein. Okay, wir haben sonst hier drüben, ja, Asteroiden abschießen, weiß ich ja, weiß ich ja. So, dann sammeln wir erstmal hier schön ein. Man weiß ja nicht, was passiert, wenn wir das Ding abschießen, ob dann sofort hier Polen offen ist. So, ach, hier oben können wir es dann auch mal benutzen, das ist schön. Ladung 8772 starten. Los geht's. Ladung 8772 gezündet. Der Sender ist unterwegs. Alle Funktionen normal, sendet über Breitband. Bleibt nur noch zu hoffen, dass jemand das Signal hört. Ich werde den Array-Empfänger aufstellen. Ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder gesehen. Er winkte mir zu, als ob alles in Ordnung wäre. Okay. Der Kanal sollte jetzt offen bleiben. Was? Der Array-Empfänger der Com-Anlage reagiert nicht. Isaac, kannst du zurück zur Brücke gehen? Wir müssen das Array online bringen, denn selbst wenn uns jemand antwortet, können wir die Antwort derzeit nicht empfangen. Ich habe keine Lust mehr. Ja, was hat sie gerade gesagt? Sie glaubt, ihren Hund gesehen zu haben, oder was? Gefährliche Anomalie registriert. Willst du mich verarschen? Natürlich! Schickt euer Monster raus. Von wo kommt's denn? Hier oben ist eine Klappe. Wow! So. Hier auch noch eins rein. Kein Ding, kein Ding. So, da ist noch einer. Auch du möchtest deine Beine verlieren. Zack. Wow, 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 wow. Hey! Ganz gechillt bleiben, mein Freund. Friede, Friede. So. Das ist nicht nett, auf so einem engen Raum hier mit Gegnern anzukommen. Quarantäne aufgehoben. Ach, wie schön. So, gibt's denn hier irgendjemanden, der mir auch mal was geben möchte als Entschädigung dafür, dass ich hier gegen euch kämpfen musste? Nicht so, das finde ich nicht freundlich. Kommt schon, ich habe hier einen Haufen Muni an euch verschwendet. Ihr müsst doch irgendwas haben. Verdammte Kacke. Kein einziger von denen schenkt mir auch nur irgendwas hier für mein Inventar. So, toll. Und 2 Medipacks auch noch verschwendet. Wunderbar, ich freue mich ja so. Tut mir leid, wenn ich gerade etwas genervt klinge. Ich weiß, ein Let's Player muss Freude machen auf das Spiel, aber es ist gerade irgendwie... Ich muss sagen, es zerrt auch ein bisschen an der Motivation, dass man wirklich die ganze Zeit nur rumrennt und irgendwelche Kommunikationswege wieder aufbaut oder irgendein Gesundheitssystem auf dem Schiff wieder neu macht
Und eigentlich geht nichts mit der Story voran. Man hat keine Ahnung, was hier eigentlich nun los ist. Und man... Es ist irgendwie so... Man muss die ganze Scheiße machen, um mal ein bisschen vorwärts zu kommen. Aber es passiert einfach nichts. Das nervt einfach, finde ich. Wieso kann ich eigentlich nichts kaufen? Ach, ich bin voll wahrscheinlich. Kann das sein? So, verkaufen wir erstmal hier. Cause you are gold. Na 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 na. Na 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 na. Okay. So, haben wir das. Ich werde jetzt auch nichts einkaufen. Ich habe ja eigentlich soweit von allem genug. Finde ich zumindest. Außer Story, davon habe ich nicht genug. Für meinen Geschmack zumindest. So, und wir speichern dann mal ja hier drüber, genau. Ach ja, ich sehe gerade, wir hatten ja dieses komische Problem mit dem... Mit der Zeitnahme, huch. Mit der Zeitnahme beim Speichern. Was auch immer das darstellen sollte. Kriegst du es noch hin? Ja, wunderbar. So. Spiel gespeichert. Feuer heiß. Und wir verschwinden mal in diese Richtung. Ich nehme mal an, wir müssen jetzt einfach wieder zur Monorail hoch. Ja. Gut, schauen wir mal. Deck B, Verarbeitung. Von da sind wir doch... Nee, sind wir von Deck B gekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir von Deck B oder von Deck A gekommen sind. Wo ist denn hier der Ausgang? Hier drüben. Nee, von hier sind wir nicht gekommen. Was? So, dann machen wir halt mal zur Vorbereitung hoch. Wie ist es? Kommen hier jetzt keine Monster? Ah! Alter! Gerade eben die ganze Zeit hochgeguckt und es kommt keiner. Willst du mich verarschen? Oh. Genau dafür habe ich eigentlich keinen Nerv heute. Meine Güte. Ihr blöden Hunde. Wechsel mal die Waffe. Ja, super, danke. Toll. Was ist das denn? Bleib hier, kleines Köpfchen. Ich würde es gern mit der Stase anheben, aber es geht irgendwie nicht. Wenn das mal nicht eklig ist, dann weiß ich es auch nicht. Okay, wir haben kaum noch Muni für unser Impulsgewehr. Das ist seltsam, denn dafür hatten wir immer sehr viel Muni, wenn ich mich nicht irre. Na gut, was soll's? Wir machen einfach mal weiter. Wollen wir uns nicht mehr lange aufhalten hier? Ich will mal wieder was anderes sehen, als dieses blöde Minendeck. Auch gut. Was man nicht noch alles so entdeckt in Gebieten, in denen man eigentlich schon war. Na gut. Dann weiter mit uns ins nächste Kapitel. Monorail, Flieg und Sieg. Hinaus aus dem Kapitel 7, das wir nun abgeschlossen haben. Und hinein ins 8. Kapitel. Fortschritt speichern. Natürlich. So. Ja, wir spielen erst 51 Minuten und sind schon so weit. Wir sind gut.